Hallo, meine Tante Cora und die Katze Fips. Ich heiße Laura und ich bin 13 Jahre alt. Ich wohne in Hamburg. Mein Vater ist Lehrer, meine Mutter ist Lehrerin. Ich zeichne und lese gern und ich spiele Gitarre. Am Samstag oder Sonntag bin ich oft bei meiner Tante Cora. Sie ist sehr lieb. Sie wohnt mit einer Katze in einem Dorf, 40 Kilometer von Hamburg. Die Katze heißt Fips. Sie möchte immer spielen. Heute bin ich wieder bei meiner Tante. Ich lerne Latein. Schrecklich. Auf einmal macht Fips Miau. Fips spricht, sagt meine Tante. Was? Eine Katze spricht nicht, sage ich. Aber Fips spricht, sagt meine Tante. Ich verstehe, sagt meine Tante. Fips sagt, ich möchte Milch. Sie gibt Fips Milch. Miau, sagt Fips wieder. Fips möchte noch Milch, sage ich. Ich verstehe die Katze jetzt gut. Nein, sagt meine Tante. Fips möchte spielen. Aber Miau bedeutet doch Milch, sage ich. Miau bedeutet auch, ich möchte spielen. Wer bist du? Lass mich in Ruhe und so weiter. Warum lerne ich nicht die Katzensprache, sage ich. Warum lerne ich Latein? Das war alles. Tschüss.